Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Endroll. Wir sind hier auf dem Markt gelandet, wo diese komischen, ja, Roboterwesen sind. Ich weiß gar nicht so genau, was das darstellen soll. Danke für deinen Besuch, Kunde. Willkommen zum Incarnation Market. Deine inneren Aggressionen, deine innere Abwehr, hier bringen wir sie zum Vorschein. Schau dich um. Na gut, dann mache ich das. Jetzt, wo dieses gruselige Monster fort ist, können wir Incarnas endlich unseren Markt hier eröffnen. Aber was war das für ein Monster überhaupt? War es hungrig oder was? Es wollte, glaube ich, uns ganz gerne fressen. Okay, hier ist es leer. Die Incarnas scheinen aber ja wichtig zu sein, weil deren Symbol ist ja auch dieses Auge, was uns auch erlaubt, so hin und her zu reisen. Willkommen. Das ist der Ort, an dem wir deine inneren Aggressionen zum Vorschein bringen können. Wirst du sie nutzen? Ja? Aha. Jede Emotion. Ah, das ist ein Schläger und das ist eine Muskete. Wir haben ziemlich viel Geld. Eigentlich könnten wir uns das leisten. Ich glaube, das kann er nicht ausrüsten. Deswegen ist er da rechts grau. Naja, dann nehmen wir das, würde ich sagen. Und wir holen auch schon mal die Waffe für den anderen. Vielen Dank. Das ist tatsächlich deine Aggression. Bitte sei vorsichtig. Na gut. Und hier haben wir wahrscheinlich die Defensivsachen. Hier können wir unsere innere Abwehr hervorbringen. Ja. Aha, Lederweste. Doubt Bracelet. Also ein Armband des Zweifelns. Okay. Müsste ich ja eigentlich alles doppelt holen, aber ich hole es erstmal nur einmal. So, dass wir erstmal das haben. Bitte hab keine Angst. Nein, wir haben keine Angst. Wow, das ist wirklich sehr viel besser. Hier die Lederweste. Ah. Ja, das verbessert, aber das Diary verbessert wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich glaube, ich behalte es lieber noch ausgewählt. So. Okay, wir könnten einmal kurz gucken, ob hier drüben, ja, irgendwas aufgetaucht ist oder ob das so geblieben ist, wie es war. Nee, ist alles gleich geblieben. Aber wir werden momentan auch nicht angegriffen, also nehme ich fast an, dass wir diesen Ort sozusagen, ja, gereinigt haben. Da ist noch jemand. Wir sind Incarnas. Wie der Name schon besagt, hat unser Volk die Macht, aus den Köpfen der Menschen etwas hervorzurufen. Alle Menschen haben innere Aggressionen, die zu Waffen werden können. Und innere Abwehr, die zu Rüstung werden kann. Es ist unsere Mission, diese Dinge herbeizuschaffen, um dich stärker zu machen. Vermutlich. Was heißt hier vermutlich? Okay, da oben kommen wir noch nicht lang und da unten nehme ich an, ja, werden wir auch noch nicht lang kommen, weil wir haben halt keine IDs. So, aber wie kommen wir jetzt zurück? Muss ich jetzt aber rechts lang oder wie? Das ist ja doof. Aber egal. Weil jetzt könnte es sein, dass wir auf diesem kurzen Weg hier doch angegriffen werden. Sagt der hier was Neues? Oh, guten Tag. Wir sind Incarnas. Jene, die die Dinge aus deinem Kopf zum Leben erwecken. Ah, diese Gegend scheint jetzt sicher zu sein. Dank dessen können wir jetzt hier Geschäfte betreiben. Bitte, geh nur weiter. Nutze unsere Technologie, so viel du willst. Ja, ich habe mich da schon drum gekümmert, von daher. Huch, da sind einige große Poster. Mal schauen. Endlich geöffnet. Du wirst nirgendwo einen besseren Informanten finden. Keine Sorge, der Informant hat Informationen. Na gut, dann schauen wir da mal rein. Da ist nochmal das Poster. Können wir uns auch nicht angucken. Da ist ein Buch, da steht The Guide Selling Old Lady. Okay, die Anleitung, um eine alte Lady zu verkaufen oder von einer alten Lady. Jedenfalls ist da aber leider ein Schloss an dem Cover und deswegen können wir es nicht öffnen. Wie fies! Da geht es um Recovery Items, also Heil-Items. Lesen, wir können mal kurz gucken. Okay, also alle Medizin, die man bei Kantara kaufen kann, die heilen jeweils nur einen aus der Gruppe, nicht die ganze Party. Ah, aber das Essen im Restaurant, damit kann man alle heilen. Ist aber ziemlich teuer, aber für Notfälle natürlich gut. Außerdem, die einzige Möglichkeit, eine Magie zu erlernen, die ganze Party heilt, ist, indem man ein Item kauft namens Prayer Guide Volume 1 und 2. Okay, also ganz vorsichtig sein, wer die Magie erlernen soll. Aha,
geht quasi nur ein einziges Mal. Und hier Statusveränderungen. Können wir auch mal kurz reingucken. Ja, gut. Oh Gott, das merke ich mir jetzt sowieso nicht. Also Illusion sorgt dafür, dass HP und MP langsam runtergehen. Confusion, da greift man dann halt die Leute aus der Party aus Versehen an. Wenn man schläft, schläft man. Da kann man dann nichts unternehmen. Unsicherheit, da ist man dann nicht in der Lage, irgendwie zu agieren. Und wenn man so zurückhaltend ist, dann kann man auch nichts machen. Ach, ist aber schon nach einer Runde geheilt. Und wenn man das Bewusstsein verliert, hat man keine Energie mehr und kann auch nichts unternehmen. Okay, was ist das hier? Das kann ich mir scheinbar leider nicht angucken. Über die Elemente. Es gibt 4 Elemente. Feuer, Eis, Heilig und Dunkelheit. Feuer-Elementarmonster sind schwach gegenüber Eis, Eis gegenüber Feuer. Naja, und so weiter, ne? Ihr wisst, heilig gegenüber Dunkelheit, Dunkelheit gegenüber heilig. Wenn Monster starke Elementarattacken nutzen, wird es einfacher sein, sie zu bekämpfen, indem man Fähigkeiten benutzt und Equipment, das dagegen resistent ist. Manche Monster sind aber nicht elementar, also die gehören gar keinem Element an. Aber es wird niemals einen Zeitpunkt geben, an dem du nicht mit roher Gewalt gewinnen könntest. Aber wenn du hübsch gewinnen willst, dann kannst du ja daran denken. Okay, ich werde es versuchen. Noch mehr Elemente. Ja, man soll die magischen Monster beobachten, um herauszufinden, was deren Element ist. Ja, okay, wenn ein Monster halt Flamme benutzt, dann ist klar, dass es wohl Feuer sein wird und so weiter. Und so weiter. Es gibt aber eben auch diese nicht-elementaren Monster, die benutzen dann physische Attacken und keine Magie. Und was haben wir hier noch? Type 2 Waffen. Was ist das denn? Sind das super starke Waffen? Die meisten Charaktere haben Type 2 Waffen. Sie beginnen mit Type 1 Waffen. Und die passen dann meistens am besten zu ihren Stabi. Okay, wenn man Type 2 Waffe dann ausrüstet, dann verändern sie sich ziemlich stark. Und manche Fähigkeiten verlangen auch, dass man eine Type-2-Waffe ausrüstet. Okay, das ganze Spiel, also das ganze Gameplay verändert sich wohl leicht. Okay. Mhm, aber manche Leute haben solche Waffen nicht. Das werden wir wohl erst herausfinden, was es damit auf sich hat. Moment mal, der sieht ja genauso aus wie ich. Wie geil, ich laufe hier die ganze Zeit rum und mir fällt überhaupt nicht auf, dass er exakt aussieht wie ich. Hey Russell, ich habe auf dich gewartet. Ich bin der Informant. Wie der Name schon besagt, es ist mein Job, dir jede Menge Infos über diese Welt zu vermitteln. Hm? Oh, du bist neugierig, warum ich so ausschaue wie du? Weil du bist doch sicherlich derjenige, der dich selbst am besten kennt. Und dementsprechend gibt es keinen besseren Informanten als mich. Aber ich muss schon sagen, die Dinge passen schon perfekt zusammen in diesem glücklichen Traum von dir. Es ist fast schon ekelerregend, aber wirklich. Du musst ja ziemlich zufrieden sein mit einem Traum, wo es dir so gut geht, hm? Aber das ist alles nur ein Traum, vergiss das niemals. Hey Russell, hättest du gerne ein paar wertvolle Informationen über deinen glücklichen Traum? Alles klar. Momentan kann ich dir erzählen, was wird es wohl sein? Ah, okay. Was ist denn mit diesen Zooaffen? Ja, Affen sind schon nervig. Genau wie Dad, richtig? Deswegen hat ihr Schreien dich so sehr genervt. Schade um den Zoowärter. Er muss wohl neugierig gewesen sein, weil du so ein schüchterner Junge warst, der ganz allein im Zoo ist. Tja, da hat er wohl Pech gehabt, nicht wahr? Wenn die Affen nicht gewesen wären, dann hätte ich es wohl nicht getan. Vermutlich. Tja, unvorsichtige Erwachsene können so leicht niedergestreckt werden. Es war ziemlich angenehm, nicht wahr? Gib es zu. Nun, das ist das Ende dieser Geschichte. Komm wieder, ich warte hier auf dich. Oh, ist echt gruselig. Wieso hat er das nur getan? Okay, was soll ich als nächstes tun? Richtig. Heute solltest du wohl Gardenia treffen. Vielleicht werdet ihr gemeinsam etwas unternehmen und vielleicht auch nochmal bei Yumi vorbeischauen, aber das hängt von dir ab. Außerdem, Faeria, die Dreamsand Guide links von deinem Haus, scheint eine Art, ja,
Ding erbaut zu haben. Wie nennt man das? Fabrik oder so? Wenn du Zeit hast, schau doch mal vorbei. Okay. Also gibt's drei Sachen, die wirklich relevant sind quasi. Wer war denn nochmal Yumi? Ich weiß das gerade gar nicht. Na, guckt mal, jetzt kommen wir hier rein. Oh, schade, das kann ich mir gar nicht angucken. Hier ist ein Telefon, das kann ich mir auch nicht angucken. Ah, Regeln für die Stadt sind hier an die Tafel geschrieben. Diese Stadt hat keinen Namen, deswegen kannst du sie nennen, wie du willst. Aber um in andere Städte zu gehen, brauchst du eine ID-Card. Wer auch immer bemerkt, dass das Feld gewässert werden soll, muss, soll es wässern. Außer du willst kein Gemüse haben. Und schließlich, Russell, du darfst den anderen Einwohnern nicht verraten, dass das hier dein Traum ist. Wenn du es den anderen verrätst, wird dieser ganze Traum zerfallen. Okay. Hier ist ein Flyer und da steht, sag nein zu Drogen. Hey, du bist es. So aufgedreht? Ich weiß nicht, ob Spindley. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch sein, dass er dürr ist. Ja, genau. Auch mit dem nächsten Satz ergibt Sinn. Dürr wie immer. Du isst aber, oder? Oh ja, du bist gerade rechtzeitig da. Schau mal, ich brauche ein bisschen Hilfe bei etwas. Hast du gerade Zeit? Ja. Alles klar, das ist das Ticket. Okay, Zeit für eine kleine Bitte. Also es gab Sichtungen von einem seltsamen Monster in dieser Stadt. Bisher keine Schäden, aber das ist nicht gut. Ich fürchte, wir müssen uns darum kümmern. Deswegen möchte ich, dass du allen diese Flyer übergibst. Außer dir und mir sind das dann 7 Flyer. Alles klar, hier. Okay. Ja, du kannst sie ja einfach in die Postkästen schmeißen, in den Häusern, ne? Ich zähle auf dich. Okay, das werde ich tun. Aber muss ich in deins auch eins tun? Nee, oder? Ja, okay, das können wir wohl auslassen. So, da haben wir eins reingetan. Aber ist cool, dadurch, dass der so raushängt, weiß man, dass man da schon gewesen ist. Ah, du bist es. Ich weiß nicht, wozu du hierher gekommen bist, aber ich werde dich sofort rausschmeißen, wenn du hier Ärger machst. Wenn du gerade Zeit hättest, würde ich dir wirklich dafür danken, wenn du mir beim Reinigen der Kirche helfen könntest. Es ist nicht so, dass ich Reinigen hassen würde, aber ich brauche fast einen halben Tag, um das hier sauber zu bekommen. Oh Gott. Wie, also will er das jetzt oder will er das nicht? Also ich finde, ich helfe dir nicht, weil du bist nicht nett zu mir. Deswegen sehe ich das gar nicht ein. So, was haben wir hier? Hey, der ist weg. Oh, ich mochte den. So, hier packen wir eins rein. Dann packen wir da eins rein. Wir können ja mal kurz vorbeischauen. Ah, guten Morgen, Russell. Hast du gestern Nacht gut geschlafen? Oh, ja, das erinnert mich an etwas. Warst du schon im Infoshop? Scheint gerade heute eröffnet worden zu sein. Oh, und weißt du, die Person, die den Shop leitet, die sieht genauso aus wie du, Russell. Er meint, es wäre ein Zufall, aber ihr saht fast identisch aus. Das hat mich echt beunruhigt. Kann ich verstehen, hätte mich auch beunruhigt. Oh, du bist es. Wie du sehen kannst, arbeite ich gerade. Ich sortiere die IDs von allen. Für dich habe ich auch bald eine ID-Card. Ohne eine kannst du nicht in andere Städte gehen. Ich denke, morgen sollte sie fertig sein. Freu dich darauf. Okay, vielen Dank. Das ist ja wie bei den Behörden hier, ne? Brauchen erstmal 5 Wochen, um sowas fertig zu bekommen. So, dann packen wir da noch eins rein. Ah, hey. Hallöchen. Morgen. Du bist also gekommen, um mich zu grüßen? Na, das ist aber nett. Also, was willst du? Ach, was konnte man hier denn eigentlich kaufen? Ich habe 3 Items. Homeward Rooties, Edamame und Safe Tree Branches. Auf den ersten Blick ist das vermutlich nicht offensichtlich. Was? Ach so. Hä? Darf ich nun was kaufen? Nee, aber ich weiß doch gar nicht, was das ist. Vielleicht braucht man das später für irgendwelche Missionen oder so. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ein komischer Shop hat gerade eröffnet. Hast du auch den Flyer im Postkasten gehabt? Ein Informationsshop, glaube ich? Wie kann man denn etwas Nicht-Physisches überhaupt verkaufen? Naja, ich bin nicht völlig desinteressiert, muss ich zugeben. Ja, das ist ja auch irgendwie interessant. Stellt euch das mal vor, dass ein echter Infoshop eröffnen würde. Eigentlich ist der Infoshop das Internet heutzutage. So. Guten Morgen, schönes Wetter, nicht wahr? Ich nicke fast ein bisschen dabei ein.
Also, was kann ich heute für dich tun? Nun, mein junger Mann, es sieht aus, als würde es dir nicht gut gehen. Hattest du vielleicht einen schlechten Traum? Leider habe ich keine Medizin, um schlechte Träume zu bekämpfen. Es tut mir leid. Aber hättest du vielleicht gerne ein Körperkissen? Die sind ziemlich angenehm. Ich finde die ziemlich cool, diese riesigen Kissen. So, ist das schon das Letzte? Nee, unten noch, glaube ich dann. Oh, wie süß, sie kocht gerade. Oh, Russell, guten Morgen. Danke nochmal für gestern. Also, was ist heute los? Bist du vorbeigekommen, um meine Kochkünste zu testen? Ja, genau. Danke, okay. Nimm, was auch immer du willst von meinem Menü. Ich habe auch Sachen zum Mitnehmen. Ah, okay. Ah, das heilt 40 HP bei allen. Das ist natürlich cool. Oh, okay. Du musst gute Dinge essen oder du wirst nie groß und stark werden. Komm irgendwann mal wieder. Ich rede auch nochmal mit ihr. Sag mal, ich hörte, die Incarnas hätten jetzt einen Markt eröffnet im Dozing Forest. Wusstest du das schon? Ich könnte bald eine neue Pfanne gebrauchen. Die hier ist schon ziemlich kaputt. Oh, ich weiß. Hey, Russell, willst du mit mir zu dem Markt gehen? Also jetzt sofort? Es gibt dort viel lustigere Sachen. Das ist viel lustiger, sich dort umzuschauen, wenn man mit jemandem zusammengeht. Also, kommst du mit mir? Wirklich? Alles klar. Warte da. Ich besorge nur jemanden, der auf den Laden aufpasst. Cool, wir haben jetzt gerade... Oh, wie süß. Was ist das? Ich bin so müde. Hä? Oh ja, ich bin diejenige, die für Gardenia den Shop leitet. Ich bin noch eine Gardenia. Das ist gar nicht so seltsam, weißt du? Das ist schließlich dein Traum. Also, wirst du was kaufen? Das ist ja verrückt. Aber sie sieht super niedlich aus, wie sie sich da die Augen rubbelt. Ich tu mal eben noch hier die Flyer rein. Ah, okay. Und da sollen wir noch Bescheid sagen. Oh, das ist ja leer. Ich finde das so auffällig. Da sieht man doch voll, dass da eine Tür ist oder so. Ist echt schade, dass man da nicht durchgehen kann. Ach so, ich selbst hatte ja nur einen Postkasten. Ich glaube, das haben wir quasi schon erledigt. Fühlst du dich willkommen von der Dreamsand Guidance HD Branch? Genau, dieses Gebäude, über dieses Gebäude. Ja, dieser Shop. Ach so, nee, das ist das, was wir schon hatten, ne? Ah, okay, hatten wir schon. Ich kann noch mal gucken, was war hier? Hast du bereits die majestätische Technologie von Dreamsand Guidance ausprobiert? Ist sie nicht sehr hilfreich? Oh ja. Was? Ein Homeward-Routy zu haben, ist sehr sinnvoll für einen Roundtrip. Aha. Das ist ein ziemlich hilfreiches Item. Du solltest dir ein paar einpacken. Homeward-Routy. Heißen die also so, weil man die einsetzen kann und dann nach Hause kommt? Ach. Wir sehen aus wie Schafe, sind es aber gar nicht. Weil, Russell, du weißt gar nicht, was Schafe sind. War der Zoo lustig? Die Affen sind im Käfig. Die sehen auch ein bisschen gruselig aus. Wir sind Schafe, aber eigentlich nicht. Wir sind ewig traurig. Hä? Hey, ihr. Wo geht ihr hin? Oh, eine Pfanne besorgen, hä? Tja, ist wohl an der Zeit, eine neue zu holen. Hört sich gut an. Hey Leute, habt ihr genügend Walnüsse? Es ist echt mies, einkaufen zu gehen, wenn man nicht genug dabei hat. Na, ich hab nicht so viele. Nun, das ist eine Tragödie. Ah, ja, jetzt wirst du dich ganz miserabel fühlen, wenn du dorthin gehst. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Hier ist eine kleine Spende von deinem großen Bruder. Nicht viel, aber besser als nichts. Danke sehr. Alles klar, pass auf dich auf. Und nicht alles an einem Ort ausgeben. Das ist ja voll nett. Geht und habt Spaß, aber kehrt zurück, bevor es dunkel wird. Da draußen ist es gefährlich in der Nacht. Oh, voll nett, dass er uns noch 5 gegeben hat. Dann gucken wir mal hier. Vielleicht kriegen wir jetzt was Schönes. Oh, schon alles ausgeliefert. Das ging ja schnell. Da hast du aber schnelle Beine. Alles klar, nimm das. Das ist deine Belohnung für heute. Nochmal 5 Walnüsse, super. Ich frage mich, was das für ein dubioses Monster ist. Was? Ach, wie es ausschaut.
Ich habe das Ding nicht mit eigenen Augen gesehen, also kann ich nicht darüber reden. Aber das Gerücht besagt, dass es unmenschlich aussieht. Also unnatürlich. Oh ja, ich glaube, Dr. Cantera hat den Bericht eingereicht. Hat das Wesen wohl morgens beim Spaziergang gesehen. Gut, dass nichts geschehen ist, aber da fragt man sich... da muss man sich wohl schnell drum kümmern, hä? Ja, da magst du recht haben. Cantera hat also den Bericht eingereicht. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt, jetzt zu ihm zu gehen. Ob er dann möglicherweise noch was dazu sagt, zu diesem Wesen. Kann ja auch sein, dass das was Optionales ist, was wir nur nebenbei lösen oder so. Ich guck mal ganz kurz. Ah, junger Mann, ich sah, dass du etwas vorhin in meinem Postkasten getan hast. Ich habe es noch nicht gelesen. Eine Zeitung? Oh, es geht also um das dubiose Monster. Verstehe. Ich schätze, das ist das Monster, von dem ich Yumi erzählt habe. Sein Aussehen, fragst du? Tja, wie soll ich es beschreiben? Es war jedenfalls kein niedliches Biest. Aber woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist die Dunkelheit seiner Form. Wie wahre Dunkelheit, die das ganze Licht in sich aufsaugt. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht war es mehr als ein Wachtraum. Ja, ich frage mich, was es ist. Ja, was könnte das sein? Das hat jetzt nicht so viel gebracht, außer dass es aus Dunkelheit besteht, haben wir nicht viel erfahren. Sehr, sehr mysteriös. Aber spannend. Ist es das vielleicht, wem wir dann jetzt demnächst begegnen werden? Ich weiß es nicht. Und vor allem, woher kriegen wir denn hier eine Pfanne? Sowas habe ich hier eigentlich nicht gesehen. Ach, jetzt ist plötzlich ein Pfannenverkäufer da. Ist ja klar. So, na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann kaufen wir eine Pfanne und mal schauen, was sich ergibt mit diesem komischen... Dunkelheitsmonster. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Schreckliche ist, was wir getan haben oder so. Bin sehr gespannt. Ich mag, dass das viel hier zur Interpretation offen ist. Und ja, na gut, ihr Lieben. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.